raus als gewollt, extra um 9:30 aufgestanden, damit ich so um 9:45 loskomme. Jetzt haben wir schon wieder 10:45. Wie kann das sein? Naja, auf jeden Fall ist die Wolke wieder hinter einer Rauchschicht verschwunden. Es ist unhealthy air quality hier und sogar unhealthy air quality in Hayward. Wobei die Werte in Hayward noch schlechter sind als hier. Wir haben trotzdem 27 Grad. Und das ist so eine schwüle, drückende, rauchige Hitze. So. Jetzt geht's los nach Hayward. Ich habe null Verkehr, ich hoffe, das bleibt so. Dann komme ich noch pünktlich. Wir müssen eine halbe Stunde mindestens vorher da sein. Das ist so die Company Policy. Und noch bin ich um 11:40 da. Angeblich. Diesem Navigationsgerät Google glaubend und vertrauend. Also auf geht's. Mehr Verkehr als gedacht, kommen aber trotzdem gut durch und ja, die Witterungswetterverhältnisse, furchtbar. Ja. Kann ich's machen? Ich hoffe, in Hayward ist es besser, aber ich befürchte nicht. So, ich weiß nicht, ob man es von hier aus sehen kann, aber das Beacon an der Spitze vom Tower ist an, während des Tages, und das bedeutet IFR Conditions. Kein Fliegen möglich, nur mit Sondergenehmigung Special IFR. Allerdings kann man das nur mit einem Aircraft gleichzeitig machen, und da fliegt gerade einer. Also kein Fliegen war heute möglich. Absolute Katastrophe. Es geht schon wieder nach Hause. Im Stau. Also habe ich nur 2 Stunden Ground gemacht mit dem Barry. Und dafür, dass er sich mehr oder weniger fertig fühlt für den Checkride, war das mehr oder weniger eine absolute Katastrophe. Ja, den Intro-Flight habe ich dann gecancelt, auf nächste Woche verschoben. Es ist elendig warm hier, sogar in Hayward haben wir es 35 Grad. Dazu schlechte Luft. Und jetzt habe ich auch noch Verkehr. Und brauche über 2 Stunden, 20 Minuten nach Hause. Oh Gott. Also schlimmer kann es nicht sein. Und durch die 2 Stunden Ground habe ich nicht mal richtig Kohle verdient. Also klar habe ich Geld gemacht. Aber wenn man jetzt alles abzieht, die $25, die ich an Tankgeld ausgeben muss und so weiter. Nee, gelohnt hat sich das nicht. Aber besser als nichts. Also naja, morgen geht's weiter. Mal gucken, ob wir morgen fliegen können. Denn das Wetter und der Dunst und der Smoke, der soll erstmal so bleiben. Aber diesmal werde ich das checken, bevor ich hierher fahre. Eventuell alles canceln. Aber mal sehen. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Boah, ich hasse Verkehr. Und die Luft. Das sind keine Wolken, das ist alles Rauch. Und es riecht richtig schwanger nach Rauch. Furchtbar. Naja, der Verkehr könnte definitiv schlimmer sein. Also gestanden habe ich bisher noch nicht, aber das kann alles noch kommen. Wird wahrscheinlich auch. Naja. Ich habe überlegt, Brot zu kaufen. Denn das war so lecker gestern mit den Tomaten. Aber heute ist Freitag. Und morgen kommt eine neue Lieferung, das heißt, ich werde es wahrscheinlich morgen noch mal kaufen. Ah. Leichte Kopfschmerzen. Meine Augen sind irgendwie... Meine Nase ist nicht komplett frei. Dieser verfluchte Rauch, ey. So, 6:20, jetzt bin ich gleich zu Hause. Tanken war ich noch kurz. Ja, das ist eine 25-Meilen-Zone. Okay, ja. Es hat natürlich wieder knapp 3 Stunden gedauert nach Hause. Fantastisch. Naja, morgen, Wochenende, Samstag. Da sollte kein großer Verkehr sein. Hoffe ich zumindest.
bin ich hier zu Hause. Das ganze Haus riecht bereits nach Abendessen, denn... Irgendwas schmort da seit Stunden in Barbecue-Soße. So, wir haben fast 6:30. 3 Stunden hat es gedauert. Ey, wenn morgen was Wetter zu schlecht ist zum Fliegen, dann rufe ich die Studenten an und sage, ey, ich bleib zu Hause, ihr bleibt zu Hause. Denn morgen will ich fliegen. Mal sehen, ob das klappt. Dinner ist ready. Kartoffeln. Ja, da kann er. Spargel. Und dieses Barbecue-Zeug, was immer das auch ist. Mal gucken. Very concerned now about Biden. He gets it. So, Leanne ist besorgt um Biden. Denn einer nach dem anderen im Weißen Haus testet positiv. Kellyanne. What's her name? Conway. Kellyanne Conway. Und Leanne denkt, der Biden hätte sich angesteckt während der Debatte. Definitely. Das glaube ich. Nein, das ist nicht. Naja, auf jeden Fall gibt es erstmal lecker Essen. On Tuesday. It says here. Oh Gott. So, jetzt gibt's Nachrichten und lecker Essen. Honey, how are you doing after the news? Ich denke, Biden, the coronavirus, what do you call it, catch, gets. So, Leanne, glaubt, Biden hat den Coronavirus. Ich bin so voll. Warum habe ich nur Eis gegessen? Eiscreme gab es noch. Jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem, schön runtergekühlt, weil es ziemlich warm drin ist. How warm was it here today? In Hayward was 35. So more probably the same like here. So ja, aber ansonsten zu viel gegessen. Ja, morgen muss ich wieder nicht allzu früh raus. Der erste Flug ist um 1, wenn der überhaupt stattfindet. Das heißt, ich kann den ganzen Morgen schön das Wetter monitoren, also beobachten. Und wenn es AFA bleibt, dann bringt es eigentlich nichts. Die Qualität ist schlecht. Ja, die Qualität war hier genauso schlecht wie in Hayward. Hayward war es katastrophal. Langsam Zeit ins Bett zu gehen, bereits kurz nach 1:30. Die Ente telefoniert mit ihrer Mutter und ich war duschen und habe einen Film geguckt, der war aber nicht so doll. Irgendeine neuerer mit Scott Adkins. Also war ganz gut, aber nicht der Rede wert. So, das Wetter zur Zeit in Hayward sieht ganz gut aus. Alles grün, alles VFA. Aber die Prognose ist natürlich wieder rauchig. Allerdings nicht so rauchig wie heute, von daher eventuell wird morgen geflogen. 2 Studenten habe ich morgen, eventuell noch einen Introflug. Mal sehen, ob das besser klappt als heute. Das wäre nice. Obwohl der eine Student wahrscheinlich nur solo fliegt. Mal schauen. Aber ich werde wahrscheinlich mit dem auch mal kurz fliegen, zumindest um den mal auszuchecken. Das war mal ein ehemaliger Student, als ich noch bei Vertical war, und ja, mit dem habe ich damals die ersten 3 Lessons überhaupt geflogen. Gucken, wie er sich mittlerweile anstellt. Ab ins Bett. Yeah.